Willkommen zum Gig Sonntagskick. Heute ist es der Ostersonntagskick und wir wollen daran denken, dass uns Jesus nicht nur ein neues Leben schenkt, sondern eine ganz neue Perspektive. Zuerst muss ich mich bedanken bei allen Zuschauern, die bei der Gig-Konferenz dabei waren, online. 17.000 sollen beim Livestream dabei gewesen sein, während der 12 Stunden. Vergelt's Gott, wir brauchen euch, sonst funktioniert diese Online-Welt nicht. Und was wir bei der Gig-Konferenz im Vergleich zu den Festivals zeigen wollen, oder besser gesagt überall, weil wir das zeigen, aber in einer verschiedenen Weise, den Schatz des Glaubens, die Schönheit des katholischen Glaubens. Was uns Jesus gebracht hat. Er hat uns die Auferstehung gebracht. Er hat uns das Haus des Vaters gebracht. Er hat uns das Kreuz gebracht, das wir gerade am Karfreitag gefeiert haben. Die Grablegung. Er ist hinab in die Hölle gegangen. Und was hat er uns gebracht? Nämlich den Himmel. Eine ganz neue Perspektive. Er macht nicht nur diese Welt ein bisschen besser. Das ist auch wichtig. Er bringt uns durch das Christentum Liebe. Er bringt uns Hoffnung, Glaube. So, was macht das Christentum? Die katholische Kirche hat das größte Bildungssystem der Welt, hat das größte Krankenhaussystem, Gesundheitssystem der Welt. So, die katholische Kirche, das Christentum hat etwas verändert auf dieser Welt. Das ist auch unsere Rolle. Wir sollen die Fußwaschung teilen. Wir sollen das neue Leben teilen, das uns Jesus gebracht hat. Aber was hat vor allen Dingen Jesus Christus gebracht? Den Himmel. Ah, danke. Wir müssen noch ein bisschen bei Stimmung bleiben. Und er hat uns den Himmel gebracht. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil der Atheismus, in dem wir jetzt leben, dieser praktische Materialismus, dieser ideologische Atheismus, der hat uns den Himmel weggenommen. Okay, es gibt nur noch die Erde. Diese Erde müssen wir zum Himmelreich machen. Dann gibt es diese technische Revolution, da gibt es die wissenschaftlichen Errungenschaften, Gott sei Dank. Ich mag auch zum Zahnarzt gehen und ich mag auch elektrischen Strom und so weiter. Aber es ist zum Gott erhoben worden. Ja, also das ist die Endlösung, ist Strom, ist der Fortschritt und so weiter. Und wie das Nietzsche gesagt hat, der übrigens hier aus Sachsen kam, der hat gesagt, also die Christen haben Gott gebracht und das ist quasi Opium fürs Volk. So, jetzt haben wir mal Gott weggenommen, jetzt wird Haschisch legalisiert. Es geht gar nicht mehr anders. Wir brauchen die Schmerzmittel. Schaut mal in die Geschäfte, wie dort der Alkohol getrunken wird, was es für Pornografieprobleme gibt in der Gesellschaft. Das sind alles nur, oder Spielsucht, das sind alles nur Schmerzmittel, damit wir überhaupt klarkommen mit dieser elenden Erde, will ich mal sagen, also ohne Himmel. Und diese Erde ist, wir wissen es von der Heiligen Schrift, ein Exil. Das ist der Ort der Verbannung, des Schmerz, des Arbeitens. Hier sind wir, will ich mal sagen, ist eine Bewährungsprobe. So, Adam muss 500 Jahre arbeiten, Eva muss Kinder gebären, also unter Schmerzen, also so, will ich mal sagen, nicht gerade gute Nachrichten. Und Jesus kommt und er bringt uns den Himmel. Und wie macht er das? Er sagt dem Pontius Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden meine Jünger kämpfen, sonst würde ich eine Armee kreieren. Ich würde einen Krieg anzetteln, ja? Ich würde irgendwas Verrücktes machen, damit ich hier länger auf der Erde bleiben kann. Aber er befähigt die ersten Christen, eine Hoffnung zu haben, dass sie sagen, okay, ich kann alles hinter mich lassen, ich kann selbstlos lieben, ich kann in eine Verbindlichkeit eingehen in meiner Ehe, auch wenn das vielleicht nicht alles so funktioniert. Wir nehmen Waisenkinder auf, die ersten Krankenhäuser entstehen, die Waisenhäuser, ja, die Ordensleute, die Wüstenväter, sie gehen in die Wüste und sie verlassen alles Hab und Gut. Und warum? Weil sie deutlich machen wollen, wir haben was Besseres gefunden. Wir haben den Himmel gefunden. Wir haben den Vater gefunden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft für unsere Zeit.
Und vielleicht ist das jetzt auch diese Krise, das Gute an dieser Krise, dass wir gezwungen werden, an den Himmel zu glauben, an den Himmel zu denken. Diese Welt, wie sie jetzt so funktioniert, funktioniert nicht mehr. Hat noch nie funktioniert. Das war alles nur ein Trugschluss. Die wahre Welt ist die wahre Welt des Geistes, Gottes. Diese Welt ist nur ein Vorschatten, so beschreibt das die Heilige Schrift, für das, was kommt. Eine Einübung ist die Heilige Schrift, wie eine Familienchronik, dass wir verstehen, das große Bild zu malen, diese kleinen Mosaiksteinchen. Aber dann gibt es das große Bild und das gibt es im Himmel. Das ist das, ja, das Bild des Geistes. Und Jesus lädt uns ein an Ostern. Und noch eine Sache, die ganzen Lesungen zeigen uns, hoffentlich bekommt ihr sie alle mit, dass dieser Weg herausführt in das neue Jerusalem. Und das ist aber nicht ein irdisches Jerusalem. Sonst müssten wir auch kämpfen und so weiter und alles Mögliche machen. Vielleicht den vierten Tempel bauen. Aber Jesus ist der neue Tempel. So, die katholische Kirche ist die neue Familie Israels. Und das ist weltumspannt. Alle Völker. So, es geht heraus aus der Gefangenschaft Ägyptens. Und das geht nur mit dem neuen Mose, Jesus Christus. So feiern wir dieses Ostern mit unserer Tauferneuerung. Vielleicht klappt das nicht ganz, in die heilige Messe zu kommen. Aber wir können diese Tauferneuerung auch zu Hause feiern. Einmal mal das Gotteslob vornehmen, großer Gott, wir loben dich singen oder fest soll mein Taufbund immer stehen. Also diese Lieder, wo wir unseren Glauben erneuern. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil der heilige Dismas, der zur Rechten Jesu am Kreuz stirbt, ja, der hat ja eine Bekehrung in der letzten Sekunde, ja. Und das ist aber unsere Rolle. Ja, wir haben auch letzten Endes die Möglichkeit, bis zum Ende uns noch zu bekehren. Und das heißt, dieses Christusbekenntnis abzugeben. Ja, Herr, ich glaube. Nimm mich auf in dein Reich. Nimm mich mit zum Haus des Vaters. Dieses Leben endet hier. Vielleicht werde ich vielleicht 90 Jahre alt. Die meisten schaffen das gar nicht. Ich habe jetzt von ganz vielen krebskranken Frauen gehört, nicht mal 40 Jahre alt wären die. Mitten im Leben herausgerissen. So, was sollen wir denen sagen, ja? Das Leben ist nicht gelungen für die. So, die sind wie der heilige Dismas und die sagen, Herr, nimm mich auf, für mich ist die Reise schon zu Ende. Aber im Himmel geht es erst richtig weiter. Und das feiern wir Ostern. Eine Hoffnung, die ist viel, viel stärker, als diese Welt uns das versprechen kann. Und dazu segne euch und stärke euch und eure Familien, der allmächtige, gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war der Kick, Ostersonntagskick, heute etwas länger. Und das ist die Hauptbotschaft, dass wir den Himmel nicht verlieren, den Himmel nicht vergessen. Jesus ist im Himmel und er tritt für uns ein. Die Heiligen haben die Kraft bekommen aus dem Himmel heraus für diese Erde. Und so sollen wir auch leben, dass wir diese Erde auch verändern, aber nur mit der Kraft des Himmels. Und ich möchte mich bedanken bei allen, die ihr Fastenopfer gespendet haben. Vergelt's Gott, ohne euch können wir diese Arbeit nicht machen. Bleibt behütet und im Heiligen Geist, euer Pater Paulus Maria.